Und willkommen zurück zum zweiten Teil des Epiloges von Let's Play Luna Silver Star Story Complete. Nachdem wir nun endlich Luna befreit haben, wollte sie doch ganz gerne mal, dass wir Ramos besuchen gehen. Also tun wir ihr den Gefallen noch einfach mal. Luna, du siehst toll aus. Ich wusste, du und Alex würden wieder zusammen sein. Schaut euch um, wie viele Kunden ich heute habe. Und das verdanke ich nur dir, Alex. Jeder möchte dort einkaufen, wo der mächtige Drachenmeister auch einkaufen war. Wow, ich komme einfach nicht darauf klar, wie fröhlich ihr beide ausseht. Ich hoffe, dass ich genauso fröhlich über eine andere Person eines Tages denken kann. Ich habe darüber nachgedacht, wie alles angefangen hat, Alex. Und wenn ich dich nicht dazu überredet hätte, mit mir zur Höhle des Weißen Drachen zu gehen, wäre Luna nicht gekidnappt worden und die Welt wäre weiter in Frieden? Ich mach doch nur Spaß, Ramos. Wenn du uns nicht zur Höhle mitgenommen hättest, hätte Alex niemals sein Schicksal erfüllen können. Du bist hinterhältig, Nol. Aber auch lustig. Alex, ich würde gerne mit dir zurück nach Berg gehen, aber ich bin hier viel zu beschäftigt im Moment. Bitte sag meinem Vater und meiner Mutter ein schönes Hallo und dass es mir gut geht. Oh, und Alex, schau dir das hier an. Ich habe es nur für dich. Das letzte Bild im Spiel, an das wir drankommen können. Ich werde gleich noch was dazu sagen. Ich schulde dir eine Menge, Alex. Und ich hoffe, das ist genug, um es dir zurückzuzahlen. Alex, über was flüstern du und Ramos schon wieder? Ich wette doch, ihr plant schon wieder auf ein neues Abenteuer, ohne mich zu gehen. Ich kann einfach nicht glauben, dass du das machen würdest, nach allem, was passiert ist. Es tut mir leid, Luna. Oh, Alex. Ich habe schon ganz vergessen gehabt, wie lustig es ist, dich einfach nur zu piesacken. Ach, danke, Luna. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Und wie man sieht, die ganze Ausrüstung ist auch weg, aber wir haben das Schwert noch. Und selbst Luna hat das Equip, mit dem sie uns damals verlassen hat, noch in der Tasche. Gut. Ein kleines Wort noch zu dem Bild, bevor wir es uns ansehen. Und zwar ist es so, wir hätten jetzt theoretisch noch zwei weitere Bilder bekommen können. Einmal eins von Jessica und einmal eins von Mia. Das Problem an der ganzen Sache ist bloß, dafür hätten wir ganz am Anfang des Spieles, noch bevor wir das allererste Mal zur Höhle des Weißen Drachen gegangen sind, oder Ramos auch nur die Gruppe gejoint hat dafür, sprich direkt nachdem wir von dem Monument weg sind, jemanden im Dorf ansprechen müssen und ihm 30 Gold zur Begleichung von Schulden für Ramos geben müssen. Dann hätte uns Ramos jetzt diese beiden Bilder ebenfalls noch geschenkt. Da wir das aber ganz am Anfang nicht gemacht haben, da ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wusste, als unser Abenteuer hier gestartet ist, haben wir leider jetzt auch keine Möglichkeit, diese Bilder noch in irgendeiner Weise zu bekommen. Das ist uns leider vergönnt. Genauso wie noch die anderen Bilder. Aber es gibt ja mehr als genug Informationsseiten im Internet, wo man sich diese Bilder auch ansehen kann. Aber halten wir uns nicht länger damit auf. Schauen wir uns doch dieses letzte Bild von Luna in Ruhe an. Ja, auch ganz niedlich. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ein Bild ohne ihr Kopftuch hätte mir persönlich wahrscheinlich sogar besser gefallen. Und hier haben wir natürlich auch im Rememberizer, außerhalb vom Opening und so weiter, auch die ganzen anderen Sachen jetzt vom Ende noch gespeichert. Wenn man jetzt auch sieht, Frontier, Grindery, Dragon Master Reborn hatten wir ja auch schon. Die grüne Erde, das letzte Video, das wir hatten, das warme Empfang, das Sterben von Gellien. Ja, es ist alles drin und uns fehlen immer noch die beiden Videos von den Quellen. Vielleicht könnten wir uns die jetzt noch ansehen, aber ich denke mal, das muss nun wirklich nicht sein, dass wir uns die Herren der Schöpfung nochmal angucken. Mal ganz abgesehen davon, dass wir bis auf Alex sowieso keinen mehr dabei haben. Aber schauen wir doch mal, was Nash und mir so Schönes machen. Sie hatten uns ja gebeten, dass wir mal noch bei ihnen vorbeischauen, bevor wir die Stadt verlassen. Also sind wir doch mal so nett.
Mutter. Chefin, Chefin wollte ich jetzt schon sagen. Majestät Lemia. Ja, ich war schon immer stolz auf dich, Mia. Aber ich bin noch nie so stolz gewesen wie in diesem Moment. Du bist sogar noch mehr eine Heldin, als ich es jemals war, meine Tochter. Und du, Nash, ich werde nicht lügen. Du wirst noch sehr hart daran arbeiten müssen, um mein Vertrauen zurückzugewinnen. Mia spricht in hohen Tönen von dir. Und ich weiß, dass du dich um sie sorgst. Also enttäusche mich nicht noch einmal. Ja, dafür, dass du fröhlich bist, so wie du es gerade sagst, siehst du aber nicht unbedingt aus. Oh, Mia. Ich bin allerdings glücklich. Mutter, ich verspreche, ich werde nicht mehr weinen, wenn ich besorgt bin oder wenn ich Angst habe. Jetzt, nachdem es so viele Dinge gibt, um die ich mich kümmern muss, kann ich es mir nicht mehr leisten, schwach zu sein oder Schwäche zu zeigen. Damit hast du ganz recht, Mia. Das ist genauso, wie der neue Führer sein sollte. Was? Mutter, was meinst du damit? Mia, ist es nicht offensichtlich, dass meine Leitung als Anführerin der Magiergilde vorbei ist? Es war meine Führung, welche zur Korruption der Gilde geführt hat. Und es waren deine Handlungen, welche sie gerettet haben, ebenso wie die Welt. Was glaubst du, welche Person eher die Unterstützung und das Vertrauen von den Menschen von Vayne hat? Ich vertraue auf dich, Mia. Und nach allem, was du getan hast, solltest du ebenfalls vertrauen. Nash, ich erwarte von dir, dass du Mia so gut es geht unterstützt und ihren Befehlen gehorchst. Was sie jetzt nicht braucht, ist es, dass die Geschichte der Gilde in Zweifel gestellt wird. Ja, natürlich, Majestätin Lemia. Majestätin? Okay. Kein Kommentar zu dem Wort. Ich werde Mia helfen, egal wie die Umstände auch sein mögen. Ich werde ihr sogar helfen, selbst wenn es bedeutet, dass ich meine eigene Seele zerstören muss. Nun gut. Nash, ich glaube, jetzt hast du ein wenig übertrieben. Mia, ich weiß, dass unter deiner Führung Vayne wieder in den Himmel zurückkehren wird. Und dass die Magiergilde noch wunderbarer wird, als sie es jemals war. Danke dir, Nash. Ich liebe dich. Was? Jetzt ist er aus dem Konzept gebracht. Und du hast recht. Mit der Hilfe von Alex, Luna, Jessica, Kyle und Nall, allen Menschen, die ich liebe, werden wir eine Magiergilde erschaffen, der jeder beitreten kann. Versprich mir, dass du so hart dafür arbeitest, wie es nur geht. Natürlich, Mia. Natürlich werde ich das. Ich werde alles für dich tun. Ja, damit haben sich dann schon mal zwei gefunden, auch wenn Nash es immer noch nicht so ganz über die Lippen bringt, das zu sagen, was er wirklich für Mia empfindet. Aber ich denke mal, auf Zeit wird das dann doch irgendwann auch so sein. Aber wir haben ja noch Kyle und Jessica. Wie geht's den beiden denn? Wollen wir doch mal schauen. Und was ist mit Mel vor allen Dingen? Wissen wir auch noch nicht. Kyle, Jessica, was geht? Ihr werdet euch mit Master Mel treffen? Das ist wundervoll. Naja, es wäre wundervoll, wenn Kyle einfach nicht so ein verknackter Idiot wäre. Er hat zu viel Angst vor meinem Vater, um ihm zu sagen, wie wir wirklich füreinander fühlen. Habe ich nicht recht, Kyle? Ja, nicht wirklich, Jess. Es ist nur das... Ja? Ich finde es einfach nicht gut, das jetzt in so einem emotionalen Moment zwischen dir und deinem Vater zu sagen. Ich möchte nicht, dass irgendwelche schlechten Schwingungen dort auftauchen und ich der Grund dafür bin. Außerdem, du weißt, dass Mel und ich niemals die wirklich guten Freunde waren. Was glaubst du wohl, wie er die Nachrichten aufnimmt, wenn wir ihm sagen, dass wir wieder zusammen sind? Ach, Kyle. Du bist einfach nur dumm. Wenn ich ihm doch erkläre, was für ein Held du gewesen bist, wird er uns mit einer Umarmung und einem Lächeln empfangen.
Jetzt komm schon und beeil dich! Hey! Ich muss ihn jedes Mal mitschleifen, auch nicht schlecht. Oh, mal schauen. Oh, ihm scheint es ja auch wieder ganz gut zu gehen. Jessica! Papi! Ah, da hebt sie ja richtig ab. Gott, freut die sich. Oh, Jessica. Meine schöne kleine Tochter. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich hatte schon Angst, dich niemals mehr in die Arme nehmen zu können. Oh, ich habe dich so vermisst, Forty. Was für ein wundervoller Moment, Alex. Ich bin froh, dass wir hier sind, um das zu erleben. Ich bin froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, das so geschehen zu lassen. Mein Butler hat mir alles erzählt, was passiert ist, während ich unabkömmlich war. Ich bin so stolz auf dich, Jessica. Ein kleines Mädchen ist also zu einer Retterin der Welt herangewachsen. Oh, Daddy, ich habe das nicht alles alleine geschafft. Jetzt schmeichel nicht so rum, Jess. Alex hätte es auch nicht ohne dich geschafft. Hä? Bist du das, Kyle? Und weg ist er. Du musst dich nicht verstecken, Kyle. Komm her. Er traut sich wirklich nicht. Schieb? Kyle, ich weiß, du liebst meine Tochter. Und ich weiß, wie glücklich du sie machst. Also versprich mir, dass du immer auf sie aufpassen wirst. Was? Jetzt sind sie beide total verblüfft davon. Ich verspreche es, Vater. Denkst du nicht, es ist noch ein bisschen zu früh, mich so zu nennen, Kyle? Warum bleiben wir nicht erstmal bei Mel, bis du eine ehrliche Frau aus meiner Tochter gemacht hast? Natürlich. Ich hasse es eigentlich zuzugeben. Aber ich wusste eigentlich schon immer, dass du und Jessica füreinander geschaffen wart. Du warst auch immer der einzige Junge, der es toll fand, wenn sie dich mal wieder in den Schlamm geschubst hat. Dad, du lässt es so dreckig anhören. Das ist ein guter. Oh, dir macht's dann doch sicher auch nichts aus, wenn du für die Hochzeitszeremonie bezahlst, oder Mel? Dadurch, dass ich jetzt mein Diebesleben aufgegeben habe, bin ich ein wenig abgebrannt. Du hast einfach keine Scham, Kyle. Wie könnte ich dich nicht lieben? Ja, zu Jessica passt er ja wirklich perfekt. Ich freue mich so für euch beide. Kann ich euer Traudrache sein? Traudrache. Gut, was auch immer. Damit haben sich dann auch Jessica und Kyle endlich wiedergefunden. Ist eigentlich ganz schön, wenn man bedenkt, dass wir sie damals als Streithähne haben kennenlernen. Hallo, Alex. Hm? Ach, schau mal an. Facia, wow. Ich dachte eigentlich, du wärst tot. Ich freue mich natürlich, dich wiederzusehen. Viele Mitglieder vom Wildschweib haben überlebt. Und wir planen, uns eine Nische in dieser neuen Welt zu suchen. Wir wissen, es wird nicht einfach. Und wir wissen, dass wir das Vertrauen von Athenas Kindern erst gewinnen müssen. Aber genauso wie Athena Vertrauen in ihre Kinder hatte, um zu entscheiden, was richtig ist, so hat es auch der Wildschweib. Wo willst du jetzt hingehen, Facia? Werden wir uns wiedersehen? Wir werden uns ein Fleckchen auf dieser grünen Erde suchen, welcher bisher noch niemals entdeckt wurde. Und wir werden es zu unserem Zuhause machen. Und wir werden im Licht der Göttin wiedergeboren werden. Leb wohl, Alex. Leb wohl, Luna. Denkst du, der Wildschweib wird endlich Frieden finden, Alex? Ach, wovon rede ich? Natürlich werden sie! Du hast recht, Noel. Jeder hat eine Heimat in Athenas neuer Welt. Und es ist auch schon fast Zeit, zu unserem Heim zurückzugehen. Zusammen. Stimmt. Aber, wie wir ja wissen, die Drachenflügel funktionieren nicht mehr, also brauchen wir ein Schiff. Also müssen wir jetzt noch zum Hafen.
So. Mal schauen, welches Schiff wir denn nehmen. Wahrscheinlich das, wovon wir gekommen sind. Aber, ach, schaut doch mal, wer dort steht. Lake. Norl und Alex. Wollt ihr schon wieder zurück nach Berg? Ja, wir wollen zurück. Drachenmeister Dein, ich... Der Mann mit diesem Namen ist schon vor langer Zeit gestorben, Alex. Er starb mit den Göttern, wozu er geschaffen wurde, um deren Bitten zu gehorchen. Von jetzt an wird die Zukunft nicht mehr von denen gemacht, welche Macht oder Prestige haben, sondern von solchen Menschen mit Courage. Und du besitzt diese Courage. Alex, du hattest es immer. Danke dir, Dein. Ich denke, du wolltest da nicht drüber reden. Ich werde auf eine Reise gehen, Alex. Und es wird eine lange werden. Lake? Diese Welt ist ohne Schranken, Alex. Ich werde niemals alle ihre Schätze finden oder alle ihre Geheimnisse erkunden. Aber ich fühle deswegen trotzdem keine Hoffnungslosigkeit. Ich fühle mich herausgefordert. Und glücklich darüber, dass ich am Leben bin und eine Welt mit solch endlosen Abenteuern bereisen kann. Lake, was ist mit Galleon? Er verschwand an seinen Glauben. Das ist ein anderer Weg, sein Leben zu leben, Alex. Aber wenn noch eine Sache zu tun ist, dann... Ja. Nein, es ist noch nicht die Zeit, darüber das zu besprechen, Alex. Jetzt noch nicht. Auf was willst du hinaus? Obwohl, wir haben das Schwert ja noch. Alle von uns sind auf einer Reise in die Zukunft, aber doch leben wir alle in der Gegenwart. Viel zu viele Menschen machen sich zu viele Gedanken darüber, was sein könnte, anstelle von damit glücklich zu sein, was nun schon ist. Falle nicht auch in diese Falle, Alex. Bedenke, was du hast und wen du mit dir hast. Weil die Zukunft kann dir all dieses ganz schnell nehmen. Es tut mir leid, Alex. Ich finde mich schon selbst ganze Zeit in solchen Philosophien schwelgen. Sieht wohl noch nach einem Symptom von Alter aus. Auch nicht schlecht. Ich wünsche dir Glück, Alex. Und dir auch, süße Luna. Leb wohl. Damit hat sich auch Lake verabschiedet. Alex, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, wir werden ihn wieder treffen. Du hast recht, Noel. Ich fühle es auch. Luna, lass uns nach Hause gehen. Ich hatte schon Angst, du würdest nie fragen. Wieso fragen? Das war eine Feststellung. Und damit ist Let's Play Luna Silver Star Story Complete beendet. Es wird jetzt im Anschluss dann noch eine kleine Bonusfolge geben, aufgrund dessen, dass es noch bei der Complete-Version, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Original-Silver-Star-Version ist, ein paar Outtakes gibt, aber wie gesagt, das werde ich als Bonusfolge hochladen, denn offiziell ist das Spiel hiermit abgeschlossen. Mein Fazit, ja, am Anfang gab es natürlich eine ganze Menge Probleme noch mit dem Ton, welche sich ja zum Glück am Ende doch noch in die guten Bahnen haben lenken lassen. Und wie geht's weiter? Das nächste Projekt, welches ich dann ab Montag anfangen werde, also in 2 Tagen, die sich dieses LP natürlich später anschauen, werden es gar nicht mehr mitkriegen, für die geht's dann flüssig weiter ins nächste, wird auf jeden Fall der zweite Teil sein, Luna 2 Eternal Blue. Und zwar ebenfalls die Complete-Version von der PlayStation. Was gibt sonst noch zu sagen als Fazit? Sehr, sehr schönes Spiel. Das Ende habe ich zum ersten Mal jetzt gesehen. Beziehungsweise natürlich einmal
gestern, wo ich noch die Probeläufe gemacht habe, wegen dem Kampf gegen Galleon, ob die Ausrüstung passte und dergleichen. Aber offiziell durchgespielt habe ich das Spiel mit euch zusammen zum ersten Mal. Wie gesagt, ich kannte die Story, ich kannte Videos und dergleichen, weswegen es nicht wirklich blind in diesem Sinne war. Aber es ist einfach schön, wenn ihr mich bis zum Ende begleitet habt, mir bis zum Ende die Treue gehalten habt in diesem LP, welches auch gleichzeitig mein erstes war, welches meine, ich nenne es jetzt mal Karriere als Let's Player gestartet hat. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr haltet mir auch weiterhin noch die Treue. Ich werde jetzt noch die Namen bis zum Ende durchlaufen lassen, aber ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.